Piero Sideropoulos, Vater von Susan Sideropoulos, ist mit 77 Jahren verstorben. Der ehemalige Hamburger Promi-Wirt hat den Kampf gegen den Krebs verloren, wie Bild schreibt. Über die Krankheit hatten Vater und Tochter zuvor nicht öffentlich gesprochen. Piero, der mit seinem Kultrestaurant La Casita in Hamburg eine lokale Berühmtheit war, hinterlässt eine Lücke in der Familie, die nicht zu füllen ist. In einem emotionalen Instagram-Post verabschiedet sich Susan von ihrem Vater. Wieder mal bist du auf Reisen, doch diesmal kommst du nicht zurück, beginnt sie den Text zu einer Reihe von gemeinsamen Fotos mit ihrem Papa. Du hast alle Menschen geliebt, von der Kassiererin im Supermarkt bis zu deinen Nachbarn. Du hast jede neue Begegnung als Geschenk gesehen, warst weltoffen, liebtest alle Kulturen, hast als Seemann über 100 Länder bereist, konntest in jeder Sprache ein Kompliment sagen, hast die wundervollste und in deinen Worten schönste Frau geheiratet, über 30 Jahren das verrückteste und coolste Restaurant geführt. Sie nannten dich den Bürgermeister von Eppendorf. Sie beendet den Post mit den Worten: Ich glaube, wenn ich stolz auf meine Tochter in einer Suchmaschine eingeben würde, müsste dein Foto erscheinen. Mehr geht nicht. Du bist jetzt wieder mit Mama vereint. Es zerreißt mir mein Herz, doch eure Liebe bleibt für immer.